Willkommen, Freunde. Der Steinadler ist nach der Harpyie der größte Vertreter der Familie der Habichtartigen. Das durchschnittliche Gewicht eines erwachsenen Vogels erreicht 6,6 Kilogramm. Der Vogel ist so schlau, dass es fast unmöglich ist, ihn zu bemerken. Dieses gefiederte Raubtier greift Beute, die seine Größe mehrmals übertrifft, in der Regel mehrmals an und stellt selbst für den Menschen eine echte Bedrohung dar. Wo kann man diesen Raubvogel antreffen und wie kann man sie schützen? Der Steinadler ist eine Verkörperung von Kraft und Macht. Daher wurde der Steinadler auf den Wappen vieler Geschlechter und Länder dargestellt. Er prangt unter anderem im mexikanischen Wappen und in der Flagge Kasachstans. Dieser Vogel ist einer der erfolgreichsten und am weitesten verbreiteten Greifvögel. Er ist fast auf der gesamten nördlichen Halbkugel einschließlich des größten Teils von Nordamerika und Eurasien verbreitet. Der Steinadler bevorzugt offene Landschaften als Lebensraum, vor allem Berge und Steppen, da er wegen seiner riesigen Flügel in dichten Wäldern nicht effektiv jagen kann. Die Körpergröße des Steinadlers kann 1 Meter und sein Gewicht 7 Kilogramm erreichen, bei einer Spannweite von bis zu 2,5 Metern. Wie andere Raubvögel hat der Steinadler ein unglaublich scharfes Sehvermögen, eines der besten unter allen Lebewesen. Die Augenbrauenfalte, die dem Steinadler das gewaltige Aussehen gibt, ist für den Schutz vor hellem Sonnenlicht notwendig. Das gut entwickelte Lid hält das Auge feucht und reinigt es von Staub. Die Fokussierung des Auges bei Steinadlern und anderen Vögeln erfolgt nicht nur durch die Veränderung der Krümmung der Linse, wie bei Säugetieren, sondern auch durch die Bewegung der Linse relativ zur Netzhaut. In diesem Fall befinden sich auf der Netzhaut selbst 2 Bereiche mit maximaler Bildschärfe, anstelle eines Bereiches wie bei Säugetieren und den meisten anderen Vögeln. Dank dieser Besonderheit ist der Steinadler in der Lage, Objekte von der Größe eines Hasen aus einer Entfernung von mehreren Kilometern zu erkennen. Der Steinadler ist in der Lage, zu jeder Tageszeit zu jagen. Normalerweise aber jagt er morgens oder abends. Meistens segelt er während der Jagd lange in aufsteigenden Luftströmen. Aber manchmal, besonders bei bewölktem Wetter, bevorzugt er nach Beute zu sehen, während er auf einem Aussichtspunkt sitzt. Zum Beispiel auf einem Baum oder einem hohen Felsen. Meistens werden relativ kleine Tiere, zum Beispiel Murmeltiere, zur Beute des Steinadlers. Sehr oft jagen Steinadler auch Hasen. Große Hasenarten können ein Gewicht von 8 Kilogramm erreichen und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern pro Stunde laufen. Aber selbst das reicht nicht, um sich vor dem Steinadler zu retten. Bei normalem horizontalen Flug kann er 130 Kilometer pro Stunde erreichen. Das ist ausreichend, um jedes Landtier einzuholen. Wenn sich der Steinadler aus großer Höhe auf die Beute stürzt, kann er bis auf 320 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Das ermöglicht, nicht nur jede landlebende Beute, sondern auch jeden Vogel fast augenblicklich einzuholen. Mit Ausnahme des Wanderfalken, des einzigen Lebewesens, das den Steinadler bei der Geschwindigkeit übertrifft. Im Allgemeinen werden Vögel nicht häufig zur Beute des Steinadlers. Aber im ungünstigsten Fall kann er sogar solche großen Vögel wie Kraniche töten. Trotz der Tatsache, dass riesige Auerhähne in dichten Wäldern leben, verlieren sie während der Brutzeit ihre Wachsamkeit und werden leicht zum Opfer. Wenn der Vogel jedoch die Gefahr rechtzeitig bemerkt, kann er durchaus einem Blitzangriff ausweichen. Eine häufige Beute von Steinadlern sind verschiedene Fuchsarten. Trotz ihrer Geschicklichkeit und scharfen Zähne haben Füchse fast keine Chance auf einen Sieg im Kampf gegen einen erwachsenen Steinadler. Seine Krallen können 8 cm lang werden und die Kraft der Fänge ist um ein Vielfaches höher als die Kraft der menschlichen Hand. Bei einem Angriff dringen die Krallen tief in den Körper des Opfers ein und verletzen Blutgefäße und innere Organe, wodurch es schnell stirbt. Bei der Jagd auf sehr große Tiere wie Hirsche und andere Huftiere muss der Schlag mit den Fängen natürlich exakt an lebenswichtigen Stellen wie Hals oder Wirbelsäule angesetzt werden. Wenn der Angriff des Steinadlers keine lebenswichtigen Organe des Opfers trifft, kann sich der Vorgang stark hinziehen, oder die Jagd wird für den Steinadler insgesamt erfolglos und sogar gefährlich. Öfter jagen Steinadler große Tiere in den Bergen, weil sie diese unter solchen Bedingungen nicht nur mit den Krallen töten, sondern auch einfach von einem hohen Felsen herabfallen lassen können. Manchmal greifen Steinadler sogar Menschen an. Obwohl solche Angriffe sehr selten sind, kennt die Geschichte Todesfälle. Tatsache ist, dass diese Raubtiere eine Person von kleiner Statur mit ihrer üblichen Beute verwechseln können. Wenn ihr mit Kindern unterwegs seid und diese Raubvögel in der Nähe sind, müsst ihr sehr vorsichtig sein.
In vielen Ökosystemen steht der Steinadler an der Spitze der Nahrungskette und hat weder auf der Erde noch in der Luft Konkurrenten. Selbst relativ große Landraubtiere wie Kojoten zögern normalerweise, dem Steinadler Beute wegzunehmen, da er selbst am Boden immer noch eine tödliche Gefahr für sie darstellt. Die meisten anderen Greifvögel vermeiden meist eine offene Konfrontation mit dem Steinadler. Auch der Weißschwanzadler, der fast so groß ist wie der Steinadler, sich aber hauptsächlich von Fisch und anderen relativ kleinen Tieren ernährt. Einige besonders große Vögel, zum Beispiel der kalifornische Kondor, sind allerdings in der Lage, sogar Steinadler von der Beute zu vertreiben. Manchmal können Steinadler von großen Vogelschwärmen angegriffen werden. Aber die häufigsten Gegner und Konkurrenten für Steinadler sind andere Steinadler. Steinadler werden oft gefangen und gezähmt, weil sie leicht abgerichtet werden können. Anschließend werden sie treue Helfer bei der Jagd. Dank der unglaublich starken Sicht verfolgen Steinadler das Wild, fangen es und bringen es ihrem Halter. Meist werden Steinadler für die Jagd auf Hasen und Füchse eingesetzt. Aber manchmal werden sie für die Jagd auf große Huftiere und sogar auf kleine Wölfe trainiert. Steinadler erreichen im Alter von etwa 5 Jahren die Pubertät und sind streng monogame Vögel. Das heißt, sie bilden ein Paar für das ganze Leben. Die Lebenserwartung des gefiederten Raubtiers in der Natur beträgt etwa 30 Jahre, in Gefangenschaft fast ein halbes Jahrhundert. Normalerweise liegen 2 Eier im Horst, aber am Ende überlebt fast immer nur ein Küken, das stärkste und aggressivste. Bei Steinadlern ist Kainismus verbreitet. Ältere Küken versuchen immer, die jüngeren zu töten. Nach etwa 3 Monaten kann ein junger Steinadler bereits fliegen, wird aber erst nach 6 Monaten völlig unabhängig von seinen Eltern. Seit dem 17. Jahrhundert wurden Steinadler in vielen Ländern ausgerottet, weil sie oft Vieh, darunter Ziegen, Schafe und sogar Kälber, rissen. Heutzutage ist der Steinadler in den meisten Ländern unter Schutz gestellt. Und obwohl er in vielen Gebieten ein eher seltener Vogel ist, bleibt seine Gesamtzahl aufgrund des riesigen Lebensraums ziemlich hoch und stabil. Das war's für heute. Schreibt eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen, gebt dem Video ein Like und bis bald!